Wir sind wieder zurück mit Let's Play Far Cry 4. Wir befinden uns hier... Befinden wir uns genau am... Ich glaube am Haus der Gales. Oder? Nee, Quatsch. Wir sind an einem Außenposten hier in der Nähe, wo wir beim letzten Mal Nashörner gejagt haben. Ich wollte jetzt auch nochmal kurz hinfahren und mal eben schauen, ob da zufällig wieder ein Elefant rumläuft. Dann kann ich nämlich mit dem nochmal ein oder zwei Nashörner umlegen, damit wir da endlich unseren Kram kriegen. So. Kommt uns auch direkt ein Truck. Nein, kommt er nicht. Nein. Nein, nein. Ich finde mittlerweile meine Reflexe sich, wenn ich hier irgendwo Karma-Aufgabe sehe und gerade am Fahren bin, dass es wahrscheinlich irgendein Army-Truck ist, der mir gleich wieder reinfährt. So. Nein, das war das andere Ufer. Kann aber auch sein, dass hier irgendwo ein Elefant rumläuft. Bin mal gespannt, ob ich so viel Glück habe, dass hier wirklich wieder einer ist. Nein. Der Micha Stein. So. Und... Blöb. So. Ist da auf der anderen Seite vielleicht was? Nein. Tollerweise ist auf der anderen Seite ein Hovercraft. Damit hätte man dann auch über den Fluss fahren können. Wenn man vorher gewusst hätte. Oh, Scharnerzucht. Oh, das war nicht so die beste Idee, hier auszusteigen. Das ist nämlich ein Außenposten, sehe ich gerade. Aber hier ist ein Elefant. Moment. Schelle. Tot. Ja, das war so nicht ganz geplant. Nein, nein, nein. Da bin ich aber schnell gestorben. Jetzt gucke ich mal. Warte mal, das ist auch wirklich ein Außenposten, ne? Ja, mit einem Alarm. Okay, dann müsste der ja leicht sein, Anführungsstrichen. Wäre natürlich noch besser, wenn wir hier noch näher an dem Jagdgebiet einen Schnellreisepunkt haben. Und vor allen Dingen, wenn wir dann hier sogar einen Elefanten haben. Aber ich glaube, der wird hier wahrscheinlich dann nicht mehr sein, wenn ich das Ding eingenommen habe. So. Du lass nicht mal! Zack. Du wirst jetzt und hier sterben. Unterwegs. Nicht schon wieder. Hier war der Alarm. Cool. Zack. Erstmal heilen. Wie wär's mit Nein? Wie komme ich jetzt zu dem Elefanten rein? Zack. Ach komm. Nicht schon wieder. So. So komme ich. Nein! Elefant, bleib hier! Nein, bleib hier! Nein, bleib hier! Guten Tag! So. Jetzt ist hier Ende. Moment. Nein. Der ballert so viel Schaden rein. So. Bam. Nö. Wie wär's mit Nein? Aber so hat von Nein. Plopp. Gut, geil, Elefant. Scharnerzucht. Außenposten befreit. Nein. Ich will zu dem Elefanten. Sehr gut, ich sitze immer noch drauf. Das ist doch schön. So. Ob hier wohl immer einer spawnt, das wäre ja interessant. Oh, es gibt neue Aktivitäten. Aug um Aug. Nein. Was? Gibt es hier irgendwas Neues? Geiselrettung ist nicht neu. Und sonst... Ja gut, es kann sich darauf beziehen, dass wir jetzt hier diese Aug um Aug Mission haben. Und was ich eigentlich auch machen wollte, als ich hier zum ersten Mal hingelaufen bin, ist, dass ich das Plakat abreißen wollte. Plop. Besuche Shaman Salza für Kurati-Film-Rennen-Aktivitäten. Ah ja. Interessant. Sind auch welche, die wir noch machen müssen.
Oder von denen wir noch keine machen konnten, weil wir sie noch nicht freigeschaltet hatten. So. Na komm, geh da drauf. Hallo. Spreche ich mit RJ Galley? Wer ist da? Keine Zeit für Erklärungen. Triff mich gleich bei meinem Studio. Komm jetzt. Warum kann ich jetzt nicht mehr auf den Elefanten drauf? Was soll das? Das hat auch gerade funktioniert. Ist der Elefant jetzt kaputt gegangen oder was? Besuche das Haus Chifton, um für die Kyrat Fashion Week seltene Tiere zu jagen. Interessant. Ja toll, dann ist der Elefant jetzt kaputt gegangen oder was? Pagans Zorn macht sich bemerkbar. Suche auf der Karte nach gegnerischen Konvois. Das war jetzt aber so ein Eskalationspunkt, dass ich jetzt hier noch einen Außenposten eingenommen habe, oder? Sehr interessant. Aber ich glaube, wir müssen das mit der Nashornjagd noch ein bisschen ruhen lassen, so wie es aussieht. Obwohl, wir müssen... Ich schau mal kurz nach. Ja, brauchen wir für den Geldbeutel. Das sollte erstmal reichen. Und für irgendwas anderes... Ja, der Köderbeutel ist auch nicht so wichtig und dafür brauche ich eh eine Spezialaufgabe. Nö. Schelle. So. Gibt's ja nicht. Ja, was machen wir denn jetzt mal als nächstes? Vernichte diesen schwer bewaffneten Konvoi. Hm. Das klingt nach Spaß. Gucken wir uns die Sache doch mal an. So. Oh ja, da hätte ich links gemusst. Wunderbar. Heizen wir mal hierher. So. Ich bin mal gespannt, ob mir gleich irgendwie ein Panzer oder so entgegenkommt, aber... Ah ja, Nebelpader. Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, nee, den Ort entdecken wir jetzt erstmal nicht, glaube ich. Fahren wir besser den Truck hinterher. So. Der scheint aber gar nicht mal so langsam zu sein. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Hm. Ach Gott, jetzt will ich aber ganz arg langsamer, oder? Hm. Was haben wir da? Oh, schwer bewaffnet war auf jeden Fall keine Untertreibung. Zerstöre die Strafexpedition. Jawohl. Erstmal... Verdammt. Ja, da habe ich mich jetzt zu spät geheilt, weil der Schütze ganz hinten, der hat viel zu gut getroffen. Ja. Viel zu gut im Sinne von, zack, hatte ich nur noch einen Balken. Zack, war ich tot. Ja, schade. Na, kein Geld oder kaum noch Geld. Bisschen Kram verkaufen. Ja, das kann ich mir wahrscheinlich gerade so leisten. Ja, mehr als gerade so war auch nicht drin. Wahrscheinlich wurde das dadurch begrenzt, dass ich kaum noch Geld hatte. Jetzt gehen wir nicht auf die Nerven mit euren dämlichen Geiselaufträgen. So. Haben wir nochmal den Konvoi? Ne, haben wir nicht, oder? Hm. Ich sehe hier sonst auch keinen. Ja gut. Na, Außenpostenmeister wollen wir nicht machen. Auge im Auge auch nicht. Wo können wir jetzt so eine tolle Fashion Week Aufgabe machen? Das wäre jetzt mal was Neues. Jagdvorräte, Jagdkontrolle. Das müsste irgendwo großflächig markiert sein. Hoffe ich. Na? Ah, da ist auf jeden Fall schon mal so eine Rennaufgabe. Das ist schon mal eine Sache. Warte mal, ich kann ja mal... Oh Gott. Kann ich auch einfach alle deaktivieren? Hm. Weil das jetzt einzeln zu deaktivieren ist irgendwie nicht so zielführend. Sonst schaue ich mal kurz, wie die Markierung für das Rennen aussieht, beziehungsweise für den Kram da.
Moment. Fashion-Weg-Aufgabe. Sieht ein wenig komisch aus. Ich wusste jetzt nicht genau, was das darstellen soll für ein Tier. Für ein Objekt. Hier sehen wir nichts dergleichen. Bin mir dann nicht immer ganz sicher, ob die jetzt noch nicht freigeschaltet sind oder ob ich sie einfach übersehe, weil hier so viel Kram auf der Karte markiert ist. Ach, hier ist das Propagandazentrum. Unter anderem, das haben wir ja auch mal gesucht. Aber da haben wir keinen Schnellreisepunkt in der Nähe. Wobei, was ist das? Reisen wir mal dahin. Die Propaganda-Zentrumsaufgaben wurden uns ja eh immer unter die Nase gehalten. Hirta, 3272 Meter. Hier war ich also noch nicht. Ich hab gehört, du hast die Jäger getroffen. So, ein Freund von mir hat das haben wir jetzt hier alles. Oh, auf der Karte sehe ich es nicht. Hallo. Was ist das? Kann mir bitte jemand helfen? Geiselrettung. Das wird wahrscheinlich Jagd oder sowas sein. Jagdkontrolle, jawohl. Und das andere ist Jagd für Nahrung wahrscheinlich. Ja, dann begeben wir uns mal dahin. Mal gucken, ob hier irgendwo... Warte mal, ist hier ein Auto markiert? Ich sehe natürlich nichts. Toll. Na, dann markiere ich auch erstmal den... den Glockenturm da. Und laufe hier mal in die Richtung, weil... die Straße jetzt einen sehr großen Umweg macht. Moment, da ist ein Auto. Ah, ein Quad. Sehr schön. Ich finde es immer klasse, wenn man an den Ausgang so einen Quad stellt. Ja. Wenn man dann natürlich noch so Skill an der... an oder vielmehr in der Brücke hängen bleibt, macht das Ganze noch viel besser. Nicht. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht... nein, hier hochspringen bringt nichts. Das ist doch ein bisschen weiter oben, als ich gedacht hätte. Wie soll ich denn da hochkommen? Und Raubtiere verfolgen mich. Ja, toll. Jetzt habe ich wieder einen gegnerischen Konvoi in der Nähe. Der mir irgendwie überhaupt nichts bringt im Moment. Ja, ich weiß es und die Meldung wird nicht besser dadurch, dass sie jetzt noch 5 Meiler aufploppt. So, aber das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Glockenturm, der bewacht ist. Was für Geisel-Karma-Aktion schon wieder. Das gibt's doch nicht. Räum's. Nein. Vorsichtig. Da sitzt bestimmt oben wieder ein Scharfschütze. Oh, hier ist wieder ein Quad. So. Ich steig mal sicherheitshalber vorher aus. Steht hier vielleicht irgendwo jemand? Nee. Mal gucken, ob hier... ja, da stehen schon mal mindestens 2. Komm, jetzt markier den auch noch. Ja. Der Scharfschütze da oben. Den kann ich von hier unten natürlich jetzt wunderbar treffen. Nicht. Müsste ich erstmal hier von der Seite dran gehen, wenn ich denn überhaupt hier hochkomme. Das sieht hier nämlich sehr stark nach einem sehr steilen Abhang aus. Moment. Na, mal gucken. 80 Meter vielleicht. Nein, das waren es nicht. Ha! Von Weitem. Schön den Erfolg freigeschaltet. Und es ist niemandem aufgefallen, weil der Typ da oben ganz alleine stand. Jetzt muss ich noch den Krawalltypo hier umballern. Und hier war noch einer. Ah, den kann ich jetzt eigentlich auch erschießen, dafür muss ich keinen Pfeil verballern. Oh, ich habe ja noch mein Scharfschützengewehr. Stimmt. War ja noch von der Nashornjagd. So, den Teil sammle ich jetzt aber wieder ein. Nehme dann auch seinen Kram mit. Und dann schauen wir auch mal kurz, wo das Propaganda
Plakat klebt, was hier an dem Turm ist. Das hängt da oben. Schon wieder so angebracht, dass man es schlecht erreichen kann. Aber hier liegt wenigstens ohne Ende Munition. So, jetzt müssen wir noch die richtige Waffe nehmen. So. Und hier gibt es auch was zu lesen. RA Memo. Zu Händen, Captain Sink. So ungefähr. Corporal, unsere Späher berichten von zunehmenden Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Region. Also stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich an diesem Turm vorbeikam und ihn vollkommen unbewacht vorfand. Dem überall herumliegenden Leergut nach zu urteilen, haben ihre Männer sich hier oben anscheinend gut amüsiert. Lassen Sie sich von der Niedergeschlagenheit in Tieta nicht in Sicherheit wiegen. Die Bedrohung durch den Goldenen Pfad ist sehr real. Bringen Sie Ihre Männer auf Zack. Lang lebe König Min. Leutnant Ramdan Sandhar. Sandhar oder so. Ja. Wie ich anfangs schon sagte, die Namen werden mich auf jeden Fall trollen. Und sie tun es immer noch. So. Das war, glaube ich... Nein, das war ein... Also, Plakat war einen höher. Wir dürfen uns, solange wir hier hochsteigen, wieder die ganze Zeit Propagandaprogramm anhören. Wie immer. Ja, hier ist noch nichts. Dann laufen wir nochmal rum. Das war nicht richtig. Ach, da vorne hätte ich einfach durch die Kartons durchgehen können. So, Kartons geht weg. Ich will hier hoch. So. Und jetzt müsste hier auf der Ebene irgendwo eine Möglichkeit sein, um rauszugehen. Warte. Vorsichtig. Vorsichtig. Ach komm. Komme ich hier nicht raus? Weil da werde ich ja wohl kaum hinkommen. Nee, wenn ich da jetzt rüber springe, gehe ich bestimmt bald drauf. Oder? Ja. Ja. Ja, das war eine sehr tolle Position, um darüber zu springen. Weil natürlich genau über dem Punkt nichts darunter war, sodass man dann immer drauf geht, wenn man runterspringt. Wunderschön. So, jetzt haben wir oben wieder den Sniper. Oder? Ja, natürlich. Hätte mich gewundert, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Vorsichtig. Plöpp. Plöpp. Jetzt fehlt nur noch einer. Vor allem hätte ich den auch gerade einfach sitzen mit dem Scharfschützengewehr umballern können. Das wäre einfacher gewesen. Surprise! Tja, so ist das, ne? Nein! Habe ich gesagt, dass ich die Waffe wechseln wollte? Habe ich nicht, du Witzbold. Mal kurz gucken. Ja, ich habe noch alle Waffen. Ach, hat sich die Waffenreihenfolge geändert? Nein. Ach ja. Wunderbar. Was zum... Wo kommt die Schlange her? Jetzt aber. Ja, jetzt wirkt erstmal das Gift ein bisschen nach. Hä, Attentat? Plündere den Leutnant? Moment, was ist das? Wie, ich muss jetzt dafür da runter oder so. Irgendwas oder irgendwer hat da gerade den Leutnant umgeballert und den könnte ich jetzt plündern, aber es bringt mir nichts, weil ich oben auf diesen dämlichen Turm hier drauf möchte. Mal gucken, der wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen liegen. Und so lange haben wir ja noch Zeit, um hier hochzuklettern. So. Blöp, 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 blöp. So, dann geht's weiter hoch. Ah ne, hier mussten wir zur Seite. Nein, komm, jetzt geht er weg. Dann die Kartons. So. Schon sind wir noch weiter oben als gerade. Wieder hochklettern.
haben wir damals abwechselnd eine Leiter. Jetzt könnten wir, glaube ich, auch schon ganz oben sein. Interessant, was hier noch alles an Kram rumliegt. Hier ist auch noch eine Kiste. Und dann können wir hier den Turm mal wieder in Ordnung bringen. 10 von 17 Türmen. So. Mal gucken, was es hier in der Umgebung gibt. Wiepharts Autowerkstatt. Aha, und der Praktikant ist im Autoschrubben. Verlassener Weiher. Also verlassen ist er nicht, wenn da jemand sitzt und ein Tier häutet. Haus der Familie Rei. Okay. So, wo müssen wir hin? Also da unten wird der Typ liegen. Das heißt, wir nehmen mal hier schon die Seilrutsche. Nehmen dann direkt das Quad, was neben der Seilrutsche steht. Übrigens sehr schön platziert. Und dann fahren wir nicht gegen den Stein, sondern fahren da runter. Ach, jetzt muss ich den auf einmal schon wieder töten. Los. Nö. Wo ist denn der Leutnant? Liegt hier doch schon lange tot rum. Stimmt. Nein, es ist kein Wildtier neben. Hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht ein Wildtier war. Aber offenbar war es ein Feind. So, das gab wieder Karma-Punkte. Mal gucken, wie weit wir jetzt sind mit dem Karma-Level. Wenn er das jetzt vielleicht heute nochmal anzeigt. Ja. Na, es dauert nicht mehr lange, dann sind wir bei Level 4. Na, royale Fracht will ich jetzt eigentlich nicht machen. Es hätte mich eher so ein sehr bewaffneter Posten interessiert. Also so ein, nicht Posten, sondern also ein schwer bewaffneter Konvoi. So, wo war jetzt die Aufgabe mit dem Propagandazentrum? Die war doch hier. Da unten war die, genau. Wo kannst du sagen, die war ganz in der Nähe. So, dann fahren wir da eben mal hin. Dann gucken wir mal, was wir da Tolles dann veranstalten können. Komm, jetzt ist mir der Truck ehrlich hinterhergefahren. Ja, toll. Ne, ist er doch nicht. Ne, er ist da hinten abgebogen, weil er gesehen hat, dass die Straße zu ist. Oder weil man sonst nicht mehr hätte weiterfahren können, dann wäre man beim Glockenturm rausgekommen. Ja, da gucken wir jetzt mal. Oh ja, beste Idee, mit dem Quad erstmal tauchen gehen. Das könnte schon schief gehen. Ah, sprinten wir mal ein bisschen, ja. So. Verlassener Weiher. Ja, den hatten wir ja gerade schon. Also mehr oder weniger entdeckt. Wo ist hier der Eingang? Da ist nichts. Oh ja, die Tür vorne ist viel zu offensichtlich als Eingang. Und deshalb, meine kyratischen Brüder und Schwestern, esst ihr bitte niemals, niemals Krabbenrangoon in Kyrat. Ich bin Robbie Ray Runner und ihr hört im Moment den OMGAJK. Na, leck mich doch am Arsch. Ich würde dir gern die Hand schütteln. Ich habe dich eine Weile beobachtet. Du leistest wirklich tolle Arbeit. Du bist also der Typ aus dem Radio. Ja, das bin ich. Die Stimme vom Sender Freiskür. Robbie Ray Runner. Du kämpfst mit deinen Muskeln, aber ich mit Worten. Und du kennst das alte Sprichwort, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich meine ehrlich, ich bin wie Rush Limbo, aber mit Seele und Gewissen. Außerdem, je mehr Leute sich von Pagan abwenden, desto weniger musst du töten. Dem kann ich nicht widersprechen. Tja, meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ich verbreite die Wahrheit und mache die Lügner einen Kopf kürzer, aber einer muss die Drecksarbeit machen. Und sieh uns nur mal an. Klar, Choto ist dreckig, aber richtig aufmischen können wir keinen. Unsere einzigen Waffen sind Wasserpistolen und komm schon, Mann, deshalb hab ich auch diese Radioshow. Du hast die breiten Schultern und den Bizeps, um draufzuhauen. Du hast Propagandaposter abgerissen, das ist super, aber Pagans Propagandamaschine legt als Antwort noch einen Zahn zu. Seine Männer richten temporäre Propagandazentren ein und die verbreiten rund um die Uhr neue Lügen. Und was sollen wir tun? Siehst du diese Hardware? Hab ich selbst gebaut. Glaubst du, Choto hilft? Kommen sie ihn dir an, ein echter Grobmotoriker! Der Typ ist praktisch nutzlos. Damit überwache ich die Funkfrequenzen der Royal Army und konnte eines dieser Zentren aufspüren. Und ich sorge dafür, dass es den Betrieb einstellt. Herz und Verstand, AJ.
Herz und Verstand. Es darf nicht sein, dass Pagan die Leute mit diesen Lügen vergiftet. Und dann hört die Propaganda auf? Nein, Mann, weit gefehlt, aber keine Sorge, ich finde neue Propagandazentren, sobald sie entstehen, und schicke dir dann die Details zu. Bis dahin solltest du tun, was du am besten kannst. Zieh los, zeig's den Kerlen, Mann. Mach das erste Zentrum platt. Oh, shit. Ich muss weitermachen. Hey, danke dir fürs Vorbeischauen. Toto, mach ihm einen Chai. Los doch! Okay, sorry, das ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wir tun, was wir können. Ist die heiß? Brauchst du frische Luft? Verdammte Scheiße nochmal. Sorry, man kriegt hier nicht raus, wie in einem Hitzeschrank. Ist wie in Guantanamo Bay hier drin. War toll, dich zu treffen, Mann. Hey, wir sind zurück. Ihr hört Freies Kürat mit Rabbi Ray Rana und wir haben Fragen von unseren treuen Zuhörern erhalten. Die hier kommt von Janina. Sie schreibt uns Folgendes. Ach ja, statt den Ritter der statt am Ritter der Kokosnuss sind wir hier Ritter der Wasserpistole oder wie? Was haben wir hier? Ja, das möchte ich vielleicht lesen. Wiepats Versteck. Ich habe ihn beobachtet und jeden Tag, wenn er seine Werkstatt geschlossen hat, klettert Wiepert für eine Minute auf sein Dach und kommt gleich wieder runter. Ich wette, da versteckt er seine Rupien. Du entlädst weiter die Reissäcke und wenn ich zurückkomme, teile ich das Geld mit dir. Wenn wir Glück haben, ist es sogar genug, um in die Arena zu gehen und einen Kampf anzusehen. Hm? Gut. Ach nee, Moment. Ach, warum habe ich das Quad versenkt? Moment mal. Hier klebt irgendwo ein Propagandaplakat. Ehrlich? Jetzt aber. So. Schön, dass immer so an den Orten, wo irgendwelche Leute sind, die sich gegen die Propaganda organisieren oder organisieren wollen, dass an den Orten immer noch Plakate kleben. Das ist irgendwie echt bitter. Nein. Die extra Packung Wölfe hier. Jawohl. Ha. Glück gehabt. Naja, partiell. Ja, vor allem, weil das Leute von der Royal Army waren, die einfach angegriffen wurden. Tja, so ist das. Das Karma schlägt wieder zu. Oh, ein Tapir. Was haben wir hier? Zwei Kisten. Na komm. Oh ja. Sehr schön. Plüpp. Moment, hier ist eine Mörserstellung. Warum ist hier mitten im Nirgendwo eine Mörserstellung? Moment. Schade, dass man nicht rausscrollen kann. Gucken wir mal. Das sind doch alles Typen von der Royal Army. Da setzen wir doch jetzt mal einen Mörser rein. Einfach weil wir es können. Hui! Ah, mal gucken. Multikill. Jawohl. Guten Tag. Ha, was haben wir denn noch so, was wir hier abschießen können? Mein Gott, was hat der Mörser denn für eine Reichweite? Ist ja nicht mehr normal. Was ist das? Na, ich glaube, das sollten wir nicht beschießen. Na, können wir sogar auf den Berg drauf schauen. Bis zur Schneegrenze? Ja, okay. Gut. Ich glaube, mit so einem Mörser könnte man auch guten Nashorn umballern, aber da kriegt man wahrscheinlich dann wirklich nur noch ein bisschen kaputtes Fell raus. Ist das der einzige Typ hier in der Nähe? Hm. Geben wir ihm auch mal eine Packung. Ach verdammt. Wer wurde denn der getroffen? Okay. Wo laufen die hin? Oh, sein Haus brennt. Interessant. Habe ich zwar gar nicht beschossen, aber okay. Ah, jetzt hat er gerade kurz die... Interessant, wenn man die Maus nicht bewegt und dann aus der Zielansicht geht, zeigt er kurz minus 2, irgendwas Millionen. Ist auch nicht schlecht.
Also als Entfernung. Da hat sich wohl ein Programmierer ein wenig vertan. So, jetzt steigen wir mal hier in ein Gefährt ein und fahren da zu dem Propagandazentrum. Dann gibt's ordentlich Party gleich. Ja, überfahr mich ruhig. So. Ja, der Typ von gerade schon wieder. Das ist keine gute Idee, glaube ich, oder? Ach, das... Das war zu viel. Ja, das war ein bisschen zu viel, dass das Auto ein ganz kleines bisschen explodiert. Das tat ein ganz kleines bisschen übermäßig weh. Gut. Moment mal, wir haben ja Fähigkeitenpunkte gekriegt. Oh, wir haben schon 8 Stück. Da können wir endlich bessere Heilspritzen erforschen. Sehr schön. So, was haben wir hier alles? Mehr bessere Spritzen. Um deine Karma-Belohnung um 5% zu erhöhen. Dafür muss ich aber erst eine Fashion Week-Aufgabe machen, damit ich das davor freigeschaltet kriege. Und ich glaube, hier wollte ich auch noch was erlernen. Ach genau, das war der Tree hier unten. Da brauche ich erstmal das. Und... Ja, Moment, da brauche ich erst einen Scene Takedown. Der ist auch noch gut. Dann kriege ich nämlich... Ach, da brauche ich 3 Punkte für. Schade. Dann hätte ich nämlich auch bessere Körperpanzerung zur Hand. Und wie ich gerade sehe, ist hier tatsächlich ein Gyrokopter in der Nähe. Entweder wurde der vorhin nicht angezeigt oder ich habe ihn einfach übersehen. Nein, was ist das? Was läuft da wieder auf mich zu? Ja. Aber das war wahrscheinlich von den Wölfen da von der anderen Seite des Flusses oder des Sees. Hoffe ich. So. Genau, die werden wahrscheinlich gleich dem Radiosendertyp ein wenig Besuch geben. Ah, und hier sind noch mehr Rothunde. Ja, hier ist ein Rothund. Ich glaube, da brauchte ich auch noch Fell von. Nein. Nein, jetzt fliegt er wieder weg, oder? Nein. Glück gehabt. Rothund? Wo bist du? Was ist das? Oh nee. Das sind keine Rothunde. So ein Scheiß. Nicht schon wieder. Nein. Ach nö. Ja, heil dich. Heil dich. Heil dich. Ja, oh, das ist dämliche Scharfschützengewehr, Mensch. Nochmal heilen. Jetzt hol dein... Zieh dein dämliches MG los. So. Nein, ein Wurfmesser, genau. Das war es, was ich haben wollte. Guter Plan. Nein, jetzt muss er sich so heilen. Ja, jetzt gehe ich drauf. Oder? Nein. Einer weniger. So. Ich komme gleich garantiert wieder angelaufen. Ich heile mich aber jetzt erstmal und gehe dann zum Gyrokopter und fliege dann weg. Moment. Den Hund juckt das gar nicht, dass ich da einen Köder hingeworfen habe. Das liebe ich immer, wenn ich Köder verwende und die Raubtiere, die neben mir stehen, sich dafür gar nicht interessieren. So. Einsteigen und weg geht es. So, aber wir machen hier dann auch kurz einen Cut und damit bis zum nächsten Mal.